Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters für den PC. Im letzten Part haben wir die Insel der Marakai noch ein bisschen abgesucht, also die Bucht der Marakai. Und wir sind jetzt wieder hier, nachdem ich offscreen noch ein bisschen Rum und Grog gekauft habe. Denn, Moment, warum ist hier der Mauszeiger die ganze Zeit im Weg? Naja, gut, dann ist es halt so. Dann ist das halt so, ne? Muss ich jetzt für diese Folge erstmal mitleben. So, und zwar gehen wir einmal hier lang. Ich habe hier ja noch zwei Sachen zu erledigen. Auf dieser Insel. Oder in diesem Gebiet, sagen wir es lieber so. So, zum einen müssen wir Harlock noch finden. Und das habe ich mir jetzt gerade mal auf der Karte markieren lassen. Und zum anderen war ja hier noch der eine Marakai-Jäger, der gesagt hat, ihm wurde seine gesamte Beute geklaut. Und ich vermute mal, das wird auch bei Harlock sein. Deswegen machen wir uns da mal auf den Weg. Und zwar geht's hier oben lang. Ich glaube, hier waren wir nämlich tatsächlich nicht. Ja, das heißt, ich könnte auch hier mal hochklettern, aber da habe ich jetzt gerade absolut keinen Bock drauf. So, hallo ihr Krallenaffen. Na? Kommt mal her hier. Ja, ja. So. Gianni, willst du mich heilen? Nee? Na gut. Dann müssen wir es hier mit dem Panther aufnehmen, ohne dass du mich geheilt hast. Vielen Dank auch. Ah, jetzt kommt die Heilung. Okay. Das reicht auch noch von der Zeit her. So, perfekt. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder den falschen Ring ausgerüstet. Däh. Hier, Ring des Meisterschülers. Den will ich haben. Zu den Leichen sagt er nichts. Nee. Nö, hat er keinen Bock, was zuzusagen. Naja, okay. Meinetwegen. So, dann gehen wir mal hier rüber. Noch eine Würgeranke, sehr schön. Nehmen wir alles gerne mit. Die Blutwurzel hier auch und den schwarzen Oleander. Oh, noch mehr Panther. Noch mehr Panther, da kriegen wir schön viele Panthertatzen. Ach, Mist. So, na komm. Ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Ach, komm schon. Alter! Sag mal. Der Panther hier willst du jetzt aber echt wissen, ne? Wow. So. Meine Fresse. Der hat ja echt nicht mehr aufgehört anzugreifen. Holy. Naja. So. Ja, der Ruhm kommt ein bisschen verspätet. Genauso wie der Loot. Aber hey. Solange ich das Zeug bekomme, ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was das Spiel da manchmal für Probleme hat. So. Irgendwo hier. Ah, da hinten beim Lagerfeuer sicherlich. Finden wir Harlock. Jetzt kriegst du aufs Maul! Ha! Und noch ein paar andere Piraten. Okay. So, vielen Dank für die Heilung, Charny. Na komm. Mann, komm schon. So. Okay. Der erste von Harlocks Gefolge, der drauf geht. Johnny, magst du mich kurz heilen? Bitte? Nee? Na gut. Dann saufen wir halt einen Grog. Auch in Ordnung.
Was? Verarschen! Der kann nicht! Ich glaub, Chani ist gerade draufgegangen. Ach, natürlich. Los, hab was, ich meine. Ey! Drecksack! Nee. Ey, ehrlich jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Och, komm schon. Gut. Och, komm schon, Spiel. Sowas macht man nicht. Mann. Okay, ja, Chani kann zwar heilen, aber ne, wenn sie dann oft drauf geht, ist das ein bisschen blöd. Naja. Auf ein neues. Hey, ich darf die beiden Panther nochmal besiegen. Mensch. Das ist ja toll. So, ach, Mann. Jo, ich hab's verstanden. So. Na komm, ich will den einen Panther zumindest erstmal erledigt haben. Und dann kümmern wir uns um den zweiten. Dankeschön. Perfekt, da kam die Heilung auch gerade rechtzeitig. Sehr schön. Hatte ich den Pulvermond eigentlich gerade eben mitgenommen? Ich glaube nicht. Naja, gut, dass wir neu laden mussten. Okay. Hätte ich eigentlich wissen müssen, dass die mich angreifen. Naja, passiert. Passiert alles. Du bist so gut wie tot. So, okay. Okay, komm. Den haben wir. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt hier um die beiden kümmern. So, der kann ja mal gar nichts. Okay. So. Und erledigt. Na bitte. Das war stark. Na, komm schon. Ey. Ich will den Piraten looten. Dankeschön. Blödes Spiel, ey. Lässt mich nicht ordentlich looten. Gibt's doch nicht. Und hier irgendwo müsste eigentlich noch seine Waffe rumliegen. Aber die finde ich gerade nicht. So, seine Waffe ist hier so ein bisschen... Du hast mich besiegt und meine Weggeflogen. Also naja. Was zum buckligen Klabautermann willst du? Ich will Captain Stahlbarts Tagebuch. Was? Stahlbarts? Das habe ich schon ewig nicht mehr. Und selbst... Aha. Wer bist du, dass ich es dir geben sollte? Alter Kumpel aus der Vulkanfestung? Harlock? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber hey. Ich bin dein alter Kumpel aus der Vulkanfestung. Ich hatte in der Vulkanfestung nur einen Kumpel. Und der ist tot. Moment mal. Jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Du warst doch der Kerl, der mir den Mord an Hemmler anhängen wollte. Nur weil der Mörder mein dreckiges Käsemesser benutzt hat. Aber ich habe den richtigen Mörder noch gefunden. Ja, das hast du wohl. Also, nehmen wir an, ich führe dich zur Schatzinsel. Was bekomme ich dann? Was verlangst du? Was verlangst du? Pass auf, ich sag dir was. Wir können den Schatz eh nicht heben, ohne Stahlbarts Fallen zu überwinden. Du weißt von den Fallen? Nun, er hat sie in seinem Tagebuch erwähnt. Ja. Wenn du seine Hinweise findest und sie mit mir teilst, führe ich uns zur Schatzinsel. Deal? Hm, na schön. Wir sehen uns auf meinem Schiff. Unter Deck ist bestimmt noch ein Plätzchen für dich frei. Aye, Captain. Okay. Das ist doch eine Option, sag ich mal.
Gut. Perfekt. Direkt richtig rausgefunden. Proviant, ja, gut. Kann man machen. Einst war der Piratenalmanach das wichtigste Buch neben dem Codex. Piratenalmanach, aha. Er enthält alle wichtigen Geschichten der Piratenraubzüge und die Erfahrung der größten Kapitäne. Heute soll sich der Almanach in Kapitän Stahlbarts Besitz befinden. Interessant. Naja. Na gut, das wird dann auf der entsprechenden Schatzinsel sein. So, und hier haben wir auch die gestohlene Beute, die wir zurückbringen können. Na bitte. So fügt sich alles zusammen. Meine Güte. Nur durch diesen einen blöden Kampf, ne? Ist die Folge jetzt weitaus länger, als hätte sein müssen. Naja, was soll's. Was soll's. Wir müssen sowieso, bevor wir zu Stahlbarts Schatz gehen, nochmal zu den Shaganumbi. Denn ich hatte nochmal geguckt, wo die ganzen legendären Gegenstände sind. Und zwei sind tatsächlich bei den Shaganumbi an der Schwertküste. Und die wollen wir uns natürlich noch holen. Ich will die alle haben. I want them all. Naja. So. Hey, na? Die Piraten werden dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich wusste, dass du anders bist, Hoshi. Du kannst ja, ne? Deinen ganzen Stamm anlegen. Aber natürlich. Naja, schon gut. Hier, ich habe deine Jagdbeute. Du hast sie gefunden? Das ist eine gute Nachricht für mich und meinen Stamm. Tawonga, Gucho. Nimm dieses Idol meiner Vorfahren. Es soll dich bei deinen Kämpfen schützen. Dankeschön. So, das können wir für gutes Gold veräußern. So, gehen wir mal wieder aufs Schiff. Auf die schnelle Art und Weise. Diesen Mistkerl Harlock haben wir schon mal. Jetzt wird's langsam spannend. Ja, aber, ach Quatsch. Bevor ich ihn weiter ausquetsche, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Wollen wir noch einmal hier rüber zur Schwertküste. So, die Sequenzen können wir überspringen. Die sind langweilig. Anlegen, ablegen, kennt man alles schon. So. Einmal zum Dorf der Shaganumbi. Danke sehr. Und hier wollen wir dann doch gerade mal schauen. Ono Palava, Gucho. Ono Palava? Okay, okay. Lass uns handeln. So, hattest du die? Genau, die Flasche der Gedanken. Die haben wir hier. So, nehmen wir uns die Baupläne hier noch mit. Warum eigentlich nicht? Die Zepter brauchen wir nicht, die Fluchpuppe genauso wenig, weil das nutzen wir eh nicht. Ach, wir hätten hier vorher mal gucken können, was die uns bringen. Ja, gut. Ist jetzt nicht so das Interessanteste, aber hey, egal. Ach ja, Moment, ich kann dir noch ein bisschen was verkaufen. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja da so ein bisschen was. Wieder. So, nicht viel. Aber immerhin ein Idol, was mir 500 bringt. Besser als nichts. So, und dann kann ich auch gleich mal in die Muscheln reinschauen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ob wir dort noch ein paar Perlen finden, die wir vor die Säue werfen können. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Eine, ja. Aus 14. Wow. Okay. Na gut. So, und wo ist jetzt der Friedhof der Shaganumbi? Ist jetzt die Frage, weil dort ist der andere Schatz. So heißt es zumindest. Etwa hier drin? Gucken wir doch mal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob ich mich hier umgesehen hatte. So. Mal schauen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da ist nichts.
Was haben wir hier? Sarkophage, die aber leer sind. Das heißt, hier war ich schon. Okay. Meinetwegen. Hier oben war ich dann sicherlich auch schon. Jo. Na gut. Dann haben wir hier alles. Dann haben wir alles geholt, was wir holen konnten. Naja. Okay. Meinetwegen. Sagst du uns noch irgendwas, Samir? Die Opferstätte der Ahnen. Ja, ja. Alles gut. Ah, Moment. Hier war ich noch nicht dran. Ist aber auch nichts Interessantes drin. Na gut. War ja nur eine Idee. Entschuldigung. Mensch. Okay, wo könnte ansonsten hier... Es steht der Schrumpfkopf. Den Schrumpfkopf müsste ich auf einem Friedhof der Shaganumbi auf der Schwertküste finden. So, Schwertküste bin ich. Aber was meinen Sie jetzt mit Friedhof der Shaganumbi? Weil was wirklich Friedhofsartiges wüsste ich jetzt nicht, dass ich das gesehen hätte. Ist jetzt die Frage. Wo genau soll der sein? Was genau soll das sein? Kommen wir hier schnell runter? Nö. Jedenfalls nicht ohne dabei zu sterben. Und auf Sterben habe ich gerade keinen Bock. So sind sie. So, lass es mal bitte hell werden. Hab hier gerade weniger Bock drauf, dass das alles dunkel bleibt. Gut. Dann einfach mal schauen. Hier in der Umgebung. Ob wir da irgendwas finden. Das Problem ist halt, dass ich mir das nicht auf der Karte anzeigen lassen kann. Dass das nicht markiert wird. Nun ja. Das heißt, wir müssen uns einfach ein wenig umsehen. Wo es sein könnte. So, an der Kiste war ich, glaube ich, auch schon dran. Ja. Okay, okay. Hier haben wir nochmal eine Grabstätte. Also einen Grabtempel. So. Ach, blöde Blaukrallen. So. Und, na komm schon. Perfekt. So, einfach mal hier alles entnehmen, was wir entnehmen können. Und dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwas noch Interessantes zu finden ist. Könnte ja sein. Aber spontan sehe ich hier tatsächlich erstmal nichts weiter. Aber das wäre so viel einfacher, wenn ich mir zumindest grob auf der Karte anzeigen lassen könnte, wo es sein ist, wo es sein kann. Ja, es würde ja, wie gesagt, auch komplett grob ausreichen. Also ich will ja nicht ganz genau sehen, wo es ist. Das würde auch den Spaß nehmen. Aber zumindest so einen groben Bereich, in dem man suchen kann. Weil, was ist jetzt wirklich mit dem Friedhof der Shaganumbi gemeint? Ich habe noch nie von den Eingeborenen einen wirklichen Friedhof gesehen. Ach. Schwierig, schwierig. Naja. So, auf jeden Fall können wir hier noch ein bisschen Ruhm abstauben. Das ist immer eine gute Sache. So. Ey. So, komm schon. Blöde Blaukralle. Ich krieg dich.
Sag ich ja. Und dann noch ein bisschen was futtern. Genug Proviant haben wir ja. So. Aber hier sieht auch nichts irgendwie friedhofsartig aus. Ah. Tja. Wie gesagt, die Frage ist halt, was ist genau damit gemeint? Mit Friedhof der Shagonumi. Ach, blöde Ghouls. Ey. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Ihr Mistviecher. Danke sehr. So. Sehr schön. Und noch ein bisschen Proviant reinstopfen. Gut. Könnte das hier mit Grab gemeint sein? Weil das sieht so ein bisschen nach einer Grabstätte aus. Aber mit Friedhof meine ich. Gucken wir mal. Okay. So, nee. So. So, perfekt. Schurkenring, Proviant. Nö. Das war's natürlich nicht. Schade. Ich dachte, weil das halt so ein bisschen nach einer Opferstätte aussieht. Und es hätte ja sein können, dass wir da dann auch entsprechend ein Grab mit bei haben. Vor allem, weil hier nur eine Grabwurzel zu finden ist. Tja. Schwer zu sagen, was da gemeint sein könnte. Mal hier noch ein bisschen lang schauen, aber nö. Okay. Okay. Ich glaube, ich werde den Friedhof offscreen suchen. Ah, Moment. Hier haben wir erstmal noch einen Tiger, einen Jaguar. Den will ich natürlich auch noch erledigen. Ja, natürlich. Na, komm schon. Ich weiß, du gehst gleich drauf. So, sag ich ja. Ich habe schon wieder den Ring nicht gewechselt. Mann. Ein Jaguarherz. Ja, gerne. Nehmen wir mit. Und hier haben wir eine Höhle. Aha. Die gucken wir uns jetzt nochmal an. Mal gucken, was wir hier finden. Hier war ich scheinbar schon, oder? Ja. Tagebuch eines Piraten. Ah ja. Ja. Ich erinnere mich an die Höhle. Na gut. War ja nur so eine Idee. Mist. Aber stimmt, hier waren wir bereits. Nun gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich herausgefunden habe, wo dieser blöde Friedhof sein soll. Bis dahin. Ciao.